Hallo Ali, heute mache ich mal einen Erdbeershake und zwar brauche ich dafür 200 Gramm Erdbeeren, tiefgefroren. Meine sind schon ein bisschen angetaut, macht aber nichts. Dafür gebe ich nachher dann auch noch mal 4 Eiswürfel mit rein, sollte man sowieso machen. Dann 200 Gramm Joghurt und 200 Milliliter Milch. 1 bis 2 Päckchen Vanillezucker. Ich habe hier schon mal ein Glas vorbereitet mit einem Zuckerrand. Da habe ich vorher das Glas ein bisschen in Erdbeersirup eingetunkt und dann in Zucker eingetunkt. Das Ganze sieht dann eigentlich ganz nett aus, eine Erdbeere schon mal dran gehangen. Das Ganze kommt jetzt erstmal in den Mixer. Als erstes gebe ich jetzt die Erdbeeren in den Mixer. Dann kommt das Joghurt dazu. Dann die Milch. Den Zucker und die Eiswürfel. Ich habe 4 Stück genommen jetzt. So, Deckel drauf und los geht's. Ich muss immer mal zwischendurch absacken lassen, damit die Eiswürfel wieder runtergehen. Das ist hier halt ein Standard-Mixer, mit dem kann man halt kein iPhone klein machen. Es dauert also ein bisschen länger. Bessere Geräte sind da wahrscheinlich auch komfortabler. So, das war's dann schon. Jetzt kann das Ganze in das schöne vorbereitete Gläschen. Und ein Strohhalm dazu. Natürlich falsch rum. Das ist hier so ein schöner Strohhalm mit einem Löffelchen unten dran. Damit kann man dann auch noch mal so ein bisschen Früchte rauslöffeln, wenn man hat. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Ich hoffe, euch schmeckt es auch. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Tschüss!